Ja, sehr verehrte, liebe Anwesende, ich möchte in dieser letzten Stunde jetzt dieses Seminars über Martin Buber und Franz Rosenzweig eingehen auf diese Jahre der Erkrankung von Franz Rosenzweig. Das war mehr als ein Jahrzehnt. Er ist ja im Zustand doch schwerster körperlicher Erkrankung, diese Arbeit geleistet hat, von der wir nun einiges erfahren durften. Und es ist ja im Grunde etwas ganz Ungeheuerliches, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es hier um eine Arbeit der Sprache ging und dass sie geleistet wurde von jemand, der zwar nicht von einem Sprachverlust, aber einem vollständigen Sprechverlust gekennzeichnet war. Und einen Bewegungsverlust. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die Situation in Deutschland begann, ganz und gar finster zu werden für das deutsche Judentum. Rosenzweig starb im Dezember 1929 und es waren noch Jahre hin bis zu der sogenannten Machtergreifung, aber diese 20er Jahre waren schon stark von der zunehmenden Not, Ausgrenzung, Diffamierung gekennzeichnet, die dann noch ganz anders wurde und am Ende in den Tod führte. Und dass jemand wie er diese Arbeit leistet, mitunter auch im Vorwissen, macht das Ganze zu einem ungeheuerlichen Zeugnis. Das klingt jetzt allerdings so, als ob wir vor einer ganz schweren letzten Stunde stehen. Das ist merkwürdigerweise überhaupt nicht der Fall. Man wird aus der Medizin wenig Kranken- und Krankheitsgeschichten kennen können, wie die von Franz Rosenzweig. Und sie ist auch für Patienten ungeheuer studierenswert. Das ist ein Zeugnis einer schöpferischen Kraft des Geistes in der Stunde größter leiblicher Bedrängnis, wie wir wenig andere in der Medizin haben. Das werden wir hören. Hatte auch einen sehr bedeutenden Arzt an seiner Stelle, damals in Frankfurt sehr, sehr bekannt, Richard Koch, einer der hervorragendsten Ärzte der Stadt, ein Mitarbeiter am jüdischen Lehrhaus, schon bevor er Rosenzweigs Arzt wurde, ein bemerkenswerter Vordenker der Medizin. Er hatte habilitiert an der Universität Frankfurt und dann einen Lehrauftrag, eine Professur, nicht nur für Geschichte, sondern auch für die philosophischen Grundlagen der Medizin. Ich möchte sagen, dieses Arzt- und Patientschicksal ist auch etwas außerordentlich Bedeutsames, ich möchte fast sagen, für die Zukunft der Medizin. Also das kann einen auf vielen Ebenen sehr betreffen. Und ich möchte die Geschichte einfach ein wenig erzählen, soweit das innerhalb einer Stunde möglich ist, etwas zu verdichten, was sich über mehr als 7 Jahre zugetragen hat. Und ich möchte mit meinem Bericht da einsetzen, wovon gestern schon die Rede war, als Franz Rosenzweig das Manuskript seines Buches, seines werdenden Buches »Stern der Erlösung« an Martin Buber nach Heppenheim sandte mit der Bitte um Prüfung, mit der Bitte um eine mögliche Empfehlung für die Publikation in einem jüdischen Verlag. Das war Franz Rosenzweig eben sehr wichtig. Und da stehen bemerkenswerte Sätze im Hinblick auf das eigene Schicksal darin. Denn da schreibt dieser doch noch immer sehr junge Mann an Martin Buber: Ich habe das unabweisliche Gefühl, dass ich hier, also mit diesem Manuskript, die Summe meines geistigen Daseins gezogen habe.
und dass alles Spätere nur noch Zusätze sein werden, weil sie mir etwa der Augenblick und Forderungen von außen gelegentlich ablocken könnten. Mein Eigentlichstes, soweit das Eigentlichste als Buch gegeben werden kann, habe ich hier gegeben. Nur im Leben, nicht mehr im Schreiben, sehe ich noch Zukunft vor mir. Wir hörten dann, dass er im nächsten Jahr, 1920, dieses Lehrhaus hier begründet hat, das eigentlich ein Haus des Lebens werden sollte. Franz Rosenzweig hatte ein Habilitationsangebot, was damals etwas Großes war, seines berühmten Lehrers in der Geschichtswissenschaft Friedrich Meinecke bekommen, aber er hat es abgelehnt. Und auch da hatte er gesagt, er habe den Eindruck, für ihn seien nur noch Fragen des Menschen und Fragen der Menschen dasjenige, dem er nachgehen wolle, nicht mehr Fragen der Wissenschaft. Das war keine Ablehnung der Universität als Universität. Einer seiner Biografen schrieb einmal so schön, sein Verhältnis zur Universität war und blieb vornehm und voll anmutiger Liebe. Er glaubte an die Zukunft der Akademien, des universitären Weges, aber er hatte gesehen, dass eine Entfremdung vom Leben stattgefunden hat, auch von der Lebenswissenschaft, wenn man so möchte. Und er wollte jedenfalls in dem ihm verbleibenden Leben ganz mit den Fragen der Menschen leben, denn sein Lehrhaus hat er von Anfang an als eine Stätte des Gespräches gesehen. Ein Ort, wo sehr wohl unterrichtet wird, wo Bildung sich vollzieht, aber wahrliche Bildung ist immer eine gegenseitige. Der Lehrer lernt an den Schülern, er lernt am Zwischenschüler- und Lehrersein sich entfaltenden sogenannten Gegenstand, der aber unvermutet auch ein Wesen sein kann, etwas Lebendiges, fast ein Du. Ein Lehrhaus kann etwas Großartiges sein. Und das ist es auch geworden in den damaligen Jahren. Wir hörten ein wenig und viele junge Menschen kamen. Also darauf setzte er. Und dennoch war er sehr froh, dass sein Buch erscheinen konnte. Übrigens auch hier in Frankfurt. Es war Januar 1921. Und Menschen wie Richard Koch, selber sehr gelehrt, der Franz Rosenzweig schon jetzt Jahre kannte oder ja, 2 Jahre, war doch sehr überrascht, dass Rosenzweig ein großer Denker war, eine geistige Kapazität war klar, aber dieses Buch war doch noch einmal viel größer, als der Mensch zu sein schien. Und er schildert das auch Rosenzweig und der sagt ihm aber auch, wissen Sie, es wird auch nichts mehr kommen nach diesem Buch. Zumindest nicht auf der Ebene des Buches, das schrieb er ja schon Buber. Ja, er sagte mir, so schildert Koch in seinen Erinnerungen, dass er diesem Buch nichts mehr hinzuzufügen habe und dass sein Lauf in dieser Welt damit am Ziele angelangt sei. Also man fragt sich schon fast, wie dieser Mensch eigentlich wird weiterleben können. Und eine seiner oder seine sehr von ihm verehrte, gemochte Cousine Gertrud Oppenheim, eine Mutter von 7 Kindern mittlerweile,
in Kassel. Seine vertraute Briefkorrespondentin schreibt er nach der Erscheinung des Sterns, dass er dankbar sei, aber auch sich frage selber, wie das Leben nun weitergehen würde. Und dann schreibt er ihr, und das liest man ja gerne in Frankfurt, in Goethes Frankfurt vor, wem wird das gegeben mit 32 Jahren, den kühnsten Traum seiner Jungensjahre verwirklicht zu sehen, das, worum all meine 15-jährige Verzweiflung ging, ein Werk, ein wirkliches, ewiges, was man so auf menschlich ewig nennt, ein Werk fertig hinter sich zu wissen. Mein weiteres Leben ist ja nun wirklich nur noch ein großes Geschenk, was Goethe von seinem doch erst an seinem 82. Geburtsjahr sagen konnte, als er den Faust zugesiegelt hatte, endlich. Also wie wird es weitergehen? Der Stern endet eigentlich mit einem Weg ins Leben. Wenn Sie das noch einmal durchlesen, auch das übrigens Suhrkamp, Frankfurt am Main, diese wunderschöne Ausgabe, die schon vor vielen, vielen Jahrzehnten jetzt entstanden ist, auch bedeutend, Gerhard Gershom Scholems Nachwort. Nun, das endet die letzten Sätze mit dem Weg ins Leben. Und das wollte ja Rosenzweig, leben, aber richtig leben, das richtige Leben und die Lehre des richtigen Lebens, auch die Lehre vom Kairos, vom richtigen Augenblick, vom großen Augenblick. Aber das war jetzt schon ein sehr großer Augenblick, als dieses Buch kam. Wie lebt man so, dass man der Anrufung gerecht wird, dass man der Verantwortung gerecht wird, der Antwort? Ein anständiger Mensch, so schreibt er in einem der Briefe seiner Krankheitszeit, lebt nicht aus den 97,5 Möglichkeiten, die es gibt, sondern aus der einen Wirklichkeit, die er erfahren hat. Da er sie erfahren hat, wird wohl auch dafür gesorgt sein, dass er aus ihr leben kann und dass dieses Leben kein fruchtloses sein wird. Im großen Augenblick liegt eine Verpflichtung, nicht die zu neuen großen Augenblicken, das wäre frivol, sondern dazu, dass die kleinen Augenblicke, die dann folgen, die großen nicht verleugnen, sondern in ihrer Weise, also ruhig in kleiner Weise, bewähren. Sonst würde der Mensch nach seinem großen Augenblick hinweggenommen werden. Wenn das nicht geschieht und wenn er weiterlebt, so ist das Gewehr genug dafür, dass ihm aufgetragen ist, die Erinnerung des großen Augenblicks durch die Kleinen hindurchzutragen und das Große im Kleinen zu betätigen. Eine andere Gewehr gibt es nicht, aber eine andere braucht es auch nicht. Letztes Jahr wurde ja sehr intensiv des großen Augenblickes, wenn Sie so wollen, des 16. September 1922 gedacht. Es blieb nicht bei diesem großen Augenblick der Gründung. Und vielleicht sind ja auch die handelnden Vollzüge wie heute Morgen große Augenblicke im Leben der Christengemeinschaft. Die gilt es dann allerdings zu bewähren, nicht erst durch den nächsten großen Vollzug. Und so ist wohl vieles im Leben der Einzelbiografie, aber auch der geistigen Biografie, von Gründungen, ja, vielleicht schon gar mitunter auch von Gemeinschaften. Wie war es bei ihm? Man merkt ein wenig die Spannung. Ja, das Lehrhaus.
Aber das war ja mehr eine Hoffnung als eine Sicherheit. Merkwürdig genug, also im goethischen Sinne bemerkenswert, also des Merkens würdig, ist auch das Rosenzweig im Jahr, als der Stern erscheint, der nicht ganz einfach zu lesen ist und noch schwerer zu verstehen, die Aufforderung eines Verlages bekommt, vielleicht eine gemeinverständliche Einführung in dieses Werk zu schreiben. Da macht er sich dann dran und nennt das dann ein Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand. Und bemerkenswert ist, dass er da einen Menschen beschreibt, der einer Lähmung zum Opfer fällt. Aber das eigentlich Lähmende ist jetzt nicht ein motoneuronales, neurologisches Geschehen, sondern sein altes Denken. Er schildert einen Menschen, das ist sehr ironisch und sehr humorvoll geschrieben, eigentlich der alten philosophisch-idealistischen Systeme. In gewisser Weise aber schildert er auch sehr moderne Menschen, dessen ganze Welt, in der er lebt, eigentlich keine konkrete Erfahrungswelt ist, sondern eine Bewusstseinswelt, eine Welt der Vorstellungen, aus der heraus er eigentlich alles ableitet. Eine Art autonomes Ich, das sich selber alle Gesetze gibt, gewissermaßen Weltgesetze entwirft, aber ganz in sich ist. Und er beschreibt eigentlich, dass so eine Art von Weltverhältnis nicht nur ein ziemlicher philosophischer Irrtum ist, sondern eine Krankheit. Dass die Menschheit so in kognitive Innenwelt sich verstrickend notwendigerweise nicht nur in die falsche Richtung geht, sondern erkrankt. Und das ist da ganz konkret beschrieben. Wir treten ans Krankenlager. Der Patient hat sich zu Bett legen müssen. Er konnte plötzlich keine der notwendigen Handlungen des Alltags mehr vollbringen. Er fühlte sich wie gelähmt. Und er wird dann geheilt durch ein neues Denken. Das war der erste Kurs von Franz Rosenzweig am Lehrhaus, das neue Denken. Und wir hörten ja von diesem Text später auch. Im Lehrhaus nennt er auch das jüdische Denken. Das will er aber gar nicht einschränken, sozusagen, wie man überhaupt die Lehrhausveranstaltungen auch als Nichtjude besuchen konnte. In diesem neuen Denken spielt die Sprache eine große Rolle als Beziehungssetzung zwischen Mensch, Gott und Welt. In diesem neuen Denken ist die Sprache nicht irgendetwas, irgendeine Schablone, irgendetwas Nominalistisches, irgendein Zeichen, sondern die Sprache selbst ist wirklich ein Siegel des Menschen. Wir wissen, die Sprachbetonung im Jüdischen, die Realität der gesprochenen Sprache, das Diener des Wortes sein wollen, wie wir das gestern Abend von Martin Buber hörten. Ja, die ganze Bedeutung, die die Sprache hat. Man kann einerseits sagen, dass am Beispiel des Nationalsozialismus politische Regime die Sprache verfallen lassen können, sodass fast nichts mehr davon übrig bleibt. Man kann aber umgekehrt auch sagen, sie arbeiten mit einem Sprachverfall, um ihre Ziele zu erreichen. Die Sprache ist nicht nur Opfer, sondern auch Instrument von Herrschaft. Und es gilt schon sehr aufzupassen, welche Sprache man spricht. In dieser unserer Zeit, in den vorausgegangenen Jahren und in den, die kommen werden, das ist nicht nur
eine Art kultureller Abwärtsweg, sondern da geht das Menschliche mit verloren. Und das wird da entwickelt in diesem Heilungsprozess im Hinblick auf diesen kranken Menschen, eine neue Erfahrung der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes, ein neues Erlebnis auch von Zeit und Rhythmus, nicht nur sprachlich, des Namens, ein Vertrauen, ein neues Vertrauen in die Wirklichkeit des Wirklichen und das Wirken, das sich aus der Wirklichkeit des Wirken ergibt. Denn das ist ja auch eine Folge dieses kognitiven Isolationismus, in dem es keine Wirklichkeit mehr gibt, in dem man wirken kann, sondern eigentlich nur Vorstellungen, denen man nachfolgt. Also der Mensch wird wieder angerufener Mensch, seinem Eigennamen nach angerufener Mensch und so weiter. Ich gehe weg von diesem Büchlein, das er nie veröffentlicht hat, zu Lebzeiten. Später hat es Nahum Glatzer in der jüdischen Bibliothek, also Ende des 20. Jahrhunderts in Berlin veröffentlicht. Rosenzweig fand das nicht gelungen. Interessant ist allerdings, dass er das 21 bis zum Herbst schreibt. An einer gewissen Schwelle stehend und merkwürdigerweise auch im Vorwort schreibend Ende des Vorworts: Ich verabschiede mich also von Ihnen, dem Leser, auf der Schwelle, alimine, in jeder Hinsicht. Er wusste da noch gar nicht, dass er selber nun, schon zwar schon in den nächsten Tagen und Wochen, an einer gewissen leiblichen Schwelle wird zu stehen haben, denn September 21 erschließt dieses Manuskript ab und er bemerkt in Frankfurt, Straßenbahn beim Aussteigen, er stolpert. Das ist ihm noch nie passiert, aber eine Unsicherheit. Er bemerkt beim Essen, dass er irgendwie schwerer schluckt als sonst. Er hatte Medizin studiert, nur 4 Semester, aber so klug wie er war und so naturwissenschaftlich interessiert, das ist möglicherweise etwas sehr anderes. Und er spricht nicht darüber, aber beobachtet das. Der letzte Spaziergang seines Lebens, ich erwähnte das gestern Abend, war mit Martin Buber in Heppenheim. Der letzte Ausgang auch, wo er ihn fragte, ob er am Lehrhaus mitarbeiten wird. Januar, Februar, März 22 und ab dann ist es eigentlich immer schwieriger für ihn, noch auszugehen. Er schafft es noch das erste halbe Jahr ins Lehrhaus und dann nicht mehr. Es ist alles eine ungeheure Verdichtung von Schicksal. Es beginnt leise mit diesen Symptomen, wobei er sagt, Ende 21 hatte ich schon das Urteil empfangen, aber innerlich, bevor ein Arzt etwas sagte. Was ich wusste, wusste ich zunächst nur von mir aus, wusste es sogar, ehe der Arzt seine Diagnose gestellt hat. Eine Art Vorwissen, aber er spricht auch vom Urteil, wie überhaupt Franz Kafka ihm nicht ganz fremd war. Es ist alles zeitgleich, nicht? Das sind schon auch die Jahre, wo Franz Kafka an seinen Meisterwerken arbeitete, einmal Martin Buber besuchte in Berlin. Es ist eine Generation. 1883 ist Kafka in Prag zur Welt gekommen, 1886 ein Rosenzweig in Kassel. Eine Verdichtung von Schicksal, sagte ich, und dazu gehört auch, dass ganz plötzlich, nur 3 Tage nach seinem letzten Vortrag im Lehrhaus, dieser schon erwähnte, berühmte Rabbiner, Nobel, stirbt. Also das war der Lehrer von Franz Rosenzweig gewesen, eine ganz große Gestalt des damaligen Judentums,
kabbalistischen Judentums, sagte jemand. Rosenzweig ist tief getroffen von diesem Tod und schreibt, mich persönlich trifft es furchtbar. Ich hatte sein Dasein so in mein Leben eingebaut, dass es nun, also sein eigenes Leben, an allen Ecken kracht und reift. Oder meinte er reißt? Das ist ein wenig die Frage des Buchstabens an diesen Stellen. Erst war es reißt und dann wurde es reift. Eine Woche nach diesem plötzlichen Tod, etwas ganz Unerwartetes, seine Frau Edith und er bemerken, dass sie schwanger ist. Ein rechter Trost für alles, schreibt er an Gertrud Oppenheim. Und ungefähr eine Woche nach dem Tod, ein paar Tage später, nach der Schwangerschaftsdiagnose, wird die Diagnose seiner Erkrankung gestellt von Richard Koch. Anfang Februar, von diesem genialen Diagnostiker, von dem ich kurz etwas sagte. Der wusste, was eine amyotrophe Lateralsklerose ist und bedeutet. Rosenzweig wusste es auch. Reagiert aber ganz überraschend. Er schien sich, so schreibt Koch, nur für die schreckliche Diagnose zu interessieren, und es schien ihm ganz gleichgültig zu sein, dass ich ihm eine etwas trostreichere Möglichkeit eröffnen konnte, mit der es mir ganz ernst war. Er erzählte ihm nämlich, das kann sein, dass es ausgelöst wurde durch zwei Vorerkrankungen und nicht diese Prognose hat, wo man damals sagte, 1-2 Jahre oder etwas mehr mit vollständiger Lähmung. Aber er habe sich auf die erste Diagnose, die hätte er angenommen, und zwar mit einer, wörtlich Koch, eigentümlich ernsten Heiterkeit. Er meinte, er habe nichts anderes erwartet. Er habe im Leben ja doch nichts mehr zu tun. Aber er wolle die Geburt seines Kindes, er sagte fast überzeugt, seines Sohnes erleben. Ja, er sagte zu Koch wörtlich, ich habe das mit biografischer Sicherheit vorausgewusst. An einer Stelle schreibt Rosenzweig einmal, die Gabe der Geistesgegenwart wird dem Menschen jeden Augenblick vom Herrn der Zukunft geschenkt. Geistesgegenwärtigkeit, der Herr der Zukunft. Eine seiner tiefen, fast meditativ nur zu erfassenden Aussagen. Koch ist aber überhaupt nicht zufrieden mit einem solchen Patienten, der jetzt gar nicht den Weg der Hoffnung gehen möchte, sondern erst einmal fast als Fatalismus, aber das noch ohne Verzweiflung einfach so annimmt. Was ist dies? Noch ist es ja überhaupt relativ harmlos. Er schildert eben diese Schluckstörungen, diese leichte Unsicherheit beim Gehen. Koch hat ihn gründlich neurologisch untersucht und an gewissen Zeichen kann man das dann schon diagnostizieren, das Kommende. Rät ihm, sich überhaupt erstmal auszuruhen. Das könnte auch ein wenig jetzt gesteigert sein durch gewisse Vorgänge und das, da fügt er sich erstmal und zieht sich etwas zurück. Und also Koch sieht einen Zusammenhang, beispielsweise in einer Grippe, die Rosenzweig hatte, einer dieser schweren Influenza-Verläufe Ende des Krieges und sagt, wenn das so ist, dann kann sich das etwas zurückbilden. Rosenzweig sieht sich gezwungen, etwas der Familie mitzuteilen, vor allem seiner neugierigen Mutter, der auch nichts verborgen bleibt, obwohl sie in Kassel ist. Aber er schreibt, ja, Koch wäre der beste Arzt und das würde schon wieder. Etwas ehrlicher ist er einem Cousin gegenüber. Der ist Arzt und Biologe, ein auch sehr kluger Mann.
aus dieser ganzen Großfamilie Ehrenberg, Rosenzweig, Rudolf Ehrenberg, dem schreibt er, 3. März, von meiner Krankheit kann sich offenbar niemand ein Bild machen. Mir selber allerdings kommt's als der Anfang des geschlossenen Systems vor. Und ich mache mir wenig Illusionen. Wenn es anders ist, tant mieux. Subjektiv geht es mir jedenfalls ausgezeichnet. Und die Beschwerden fallen fast alle auf Edith, für die natürlich auf die Dauer mein Zustand eine große Last werden wird, wenn er sich nicht mit unwahrscheinlicher Weise doch nur als vorübergehend entpuppt. Sie hält es für etwas Peripheres. Im selben Sinne habe ich auch Mutter informiert. Das ist es aber keinesfalls. Vorläufig bin ich ein fideler Kranker. Genieße die viele Zeit, die ich nun zum Lesen habe. Es ist nichts Peripheres, auch nicht die periphere Muskulatur. Es ist etwas Zentrales. Man weiß ziemlich genau, wo das sitzt neurologisch. Am ehrlichsten schreibt das dieser Gertrud Oppenheim, dieser Cousine, immer wieder in den Wochen schon März, April, Mai, informiert er sie ziemlich genau, dass es fortschreitet. Also auch, dass die Ruhe gar nichts nützt. Aber was ihm eigentlich zu schaffen macht, ist vor allem die Sprechstörung. Obwohl sie noch niemand merke, nur er selber. Aber wenn er jetzt noch Vorlesungen wieder hält, und das möchte er unbedingt im Lehrhaus, dann wird er einigermaßen sich anstrengen müssen. Er müsse vor allem bei den Konsonanten deutlicher artikulieren. Und das treffe ihn schon. Und dann schreibt er ihr am 27. März, du weißt ja, wie mir gerade, nachdem ich mir durch den Stern das Schreiben verlegt hatte, also nachdem das Buch geschrieben ist, kann man nicht weiterschreiben, das Sprechen wichtig geworden ist. Es war mir die noch mögliche Form der Produktivität geworden. Und er wollte Lehrer werden, auch wenn er nur bedingt einer war. Das muss ich mal in Klammern dazu sagen. Franz Rosenzweig als Lehrer zu folgen, war für viele der Lehrhaushörer zu schwer. Da gibt es einige Berichte. Ein Lehrer, der litt, dass er sich nicht so verständlich machen konnte, wie er es gerne tat. Und die Schüler litten auch etwas. Also nicht nur. Aber mit Martin Buber ging es ihnen anders. Und das war für Rosenzweig auch sehr schwierig. Denn er setzte alles auf diese Lehrhauskarte. Wenn es sich je zeigen sollte, dass er nicht ein Lehrer ist, zumindest nicht für die da Kommenden, die eben gerade nicht Promotionsstudenten bei Meinecke waren. Die Sprache zu finden und sie nicht zu überfordern, das war nicht so leicht. Aber jetzt scheint das Sprechen überhaupt nicht mehr möglich zu sein. Ja, im April schreibt er ihr dann, es gehe ihm manchmal schon verzweifelt schlecht, gerade weil das Sprechen so schlecht wird. Aber er halte sich innerlich gut. Und wenn ich erst einmal den Punkt der Resignation erreicht habe, wo ich also für meinen Zustand nichts mehr zu hoffen habe, so wird das sicher ganz gut sein. Jetzt macht gerade das die Unruhe, dass doch auch noch eine gewisse Hoffnung auf Besserung da ist, wenigstens von Koch genährt wird, und das macht mir das Ertragen schwer. Da beginnt ein gewisser Kampf gegen den Arzt, der sein Schicksal so viel positiver sieht als der Patient, der sich allerdings sicher ist, dass er recht hat. Wunderbare Briefe immer wieder an Gertrud, nicht nur an sie. An einem schreibt er plötzlich, du, mir fällt auch ein Brief ein, den Schiller im Herbst 94 an Goethe schrieb, als der ihn zu sich eingeladen hatte auf 14 Tage und Schiller ihm auch diese persönlichen Gesundheitsdinge anvertraut.
so als den Rahmen des Zusammenseins. Und dabei fällt mir ein, er wurde damals auch gerade 35. Vielleicht erinnern Sie sich an den Brief. Es ist der Beginn der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller. Und nach diesem langen Abtasten von Goethes Seite und dann ziemlich überraschend, nachdem Schiller diesen großen Brief geschrieben hatte zu Goethes Geburtstag und Goethe darüber ins Licht setzte, wer er eigentlich ist. Nein, nicht er Schiller, sondern er Goethe. Also das ist ja ein ungeheurer Brief, wo jemand einem zum Geburtstag darüber ins Licht setzt, wer man ist. Und Goethe bedankt sich dann sehr berührt und sagt, also das ist wunderbar, so den Spiegel der eigenen Existenz, also aber großartig, also, und lädt ihn dann ziemlich bald zu sich ein, und zwar gleich auf 14 Tage. Das ist nicht üblich gewesen in Weimar, da am Frauenplan, dass man auf 14 Tage ins Haus eingeladen wird. Und Schiller freut sich, aber schreibt dann, das nicht so leicht, ihn einzuladen. Sie werden mir also erlauben, mich in Ihrem Hause als einen völlig Fremden zu betrachten. Er schreibt nämlich, wissen Sie, ich schlafe nachts nicht, weil ich huste. Und dann muss ich morgens erst langsam bis mittags aufwachen und auch alles andere ist kompliziert. Also wenn ich bei Ihnen lebe, werde ich als ein Fremder in Ihrem Haus leben, auf den nicht geachtet wird. Und dadurch, dass ich mich ganz isoliere, also der Verlegenheit zu entgehen suche, jemand anderes von meinem Befinden abhängig zu machen. Ich bitte bloß um die leidige Freiheit, bei Ihnen krank sein zu dürfen. Sowas vergisst natürlich ein Rosenzweig nicht, auch schon sprachlich, nicht? Jemand bittet um die Freiheit, beim anderen krank sein zu dürfen. Also jetzt nicht Isolation in dem Sinne, wie wir es 3 Jahre, sondern also jemand, der einen eigenen Lebensstil inmitten des goethischen Haushalts, ein wunderbarer Brief, auch voller Humor eines noch nicht ganz schwerkranken, aber immer wieder schwerkranken Schillers. Also sowas ist dann bei Rosenzweig so zwischendurch. Aber es geht um den Tod. Also das ist eine tödliche Krankheit, 1-2 Jahre, und andererseits ein Kind kommt. Was für eine Situation. Im Mai 22, also alles noch die ersten Wochen und Monate nach der finalen Diagnose, wiederum an Gertrud, ich lese, fädele Aktionen ein, freue mich bei allem des Lebens, und habe daneben und im Hintergrund etwas, um dessen Willen ich in Versuchung bin, diese Zeit trotz allem die schönste meines wahrhaftig an schönen Zeiten reichen Lebens zu nennen. Und das klingt für den Umstehenden komisch. Und ich selbst habe während des Krieges nur schwache Anklänge davon verspürt und nur selten. Aber nun ist es einfach wahr, mir wahr, Sterben ist noch schöner als Leben. Ein merkwürdiger Satz. Was hat er da vor Augen? Was meint er mit Sterben? Den Übergang in ein lichtes geistiges Sein? Auch ein Zurücklassen, jetzt wird es ganz hell, ein Zurücklassen. Auch des beschwerlich Irdischen. Er stand vor schwierigen Situationen, Rosenzweig. Eine nannte ich Ihnen mit dem Lehrhaus. Eine viel schwierigere noch war die Situation, dass er eigentlich ein Du fürs Leben gefunden hatte, die jedoch die verheiratete Frau seines Freundes war, die sogenannte Gritli, Frau seines Freundes Eugen Rosenstock. Und sie schreiben sich jeden Tag Briefe. Das weiß auch Eugen Rosenstock. Das ist eine bekannte Situation, sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Und alle haben sie angenommen. Es ist nur nicht ganz leicht, damit zu leben. Und er hat dennoch geheiratet, Edith Hahn. Und das ist nicht leicht. Sie bekommen nun ein Kind.
Eben, das ist eigentlich, ist das bekannt, aber es ist schwer in diesem Leben. Und es ist schwer, jetzt nach dem Stern der Erlösung weiterzugehen. Und es ist schwer, das Lehrhaus nicht, und es ist schwer, in Deutschland zu wohnen, Osnabrück 22, 23. Ist das auch deswegen zu sagen, Sterben eine andere Freiheit, die er vielleicht sich erhofft? Man weiß es nicht. Rosenzweig ist tief, sehr, sehr tief. Und es ist Mai 22. Das mit der Sprache geht so schnell zu Ende, dass er dann aufhören muss und sich eigentlich auf das Sterben vorbereiten möchte. Gertrud fragt, ob sie ihn begleiten könne. Ein Begleiten ist schon möglich, schreibt er ihr, eben wie bis zum Bahnhof, bis zum Augenblick, wo es pfeift und wo der Zug verschwindet. Auf dem Bahnhof will man auch nicht von jedermann begleitet werden. Und die Bleibenden haben nur den Schmerz des Abschieds. Der Abreisende im Fenster außerdem doch auch eine dunkle Freude auf das Kommende, das ihm bestimmte. Und das legt eine gewisse Fremdheit zwischen ihn und die, die ihm das Geleit geben. Was für ein Schriftsteller auch, was für ein Briefschreiber, was für ein Denker, was für ein Freund für die Cousine. Ja. Es lohnt sich, Rosenzweig zu lesen, wirklich, bis heute. Der Arzt würde auch lieber Rosenzweig lesen, als Rosenzweig behandeln. Das wird immer schwieriger. Und ja, schreibt Rosenzweig an Gertrud, er tut ihm auch ein bisschen leid, dieser Richard Koch. Denn es gäbe eben verschiedene Wahrheiten, die ärztlichen und die patientlichen. Und der bedürfe einer gewissen Schonung, dieser Arzt auch. Was Koch sagt, ist ärztlich gesehen richtig. Dass es patientlich gesehen dummes Zeug ist, geht ihn nichts an. Und was ich weiß, ist medizinisch gesehen dummes Zeug, indem nämlich die Behandlung doch natürlich sich nicht daran zu halten hat, sondern an die Aussichten. Der Arzt muss therapieren. Er braucht den Mut zur Heilung. Aber Rosenzweig sagt, und ich weiß es innerlich, tiefst innerlich, dass es in den Tod geht. Und damit muss ich leben lernen. Und deswegen sind mir diese ewig positiven Prognosen, die bringen mich ab von meiner innersten Sicherheit. Es ist nicht immer so radikal in der Medizin, Gott sei Dank, aber tendenziell ist da etwas sehr Wahres daran, dass die Patienten viel mehr wissen, als man ihnen zutraut. Vor allem diejenigen, die gelernt haben, etwas in sich und in ihre Biografie, in ihren Leib hineinzuhorchen. Eben, es muss gar nicht der Tod sein. Manche wissen, dass sie gesund werden. Und die medizinische Wahrheit ist falsch. Die dann sagt, das ist nicht zu schaffen. Oder nur wenn sie die und die Therapie machen, haben sie dreijährige Verlängerungsrate. Es gibt Patienten, die haben sich widersetzt und haben überlebt. Aus einem inneren Wissen, das ist nicht meine Therapie und das ist auch nicht mein Ende in 3 Jahren. Hier war es umgekehrt. Und zweierlei Wahrheiten. Viktor von Weizsäcker, ein Studienfreund von Rosenzweig und hervorragender Arzt in Heidelberg, war der Auffassung, die Medizin muss ein Ort werden, wo es gemeinschaftliche Wahrheiten geben wird. In Zukunft keine Wahrheit des Arztes und keine isoliert des Patienten, sondern die Suche einer gemeinsamen. Die Medizin ist eine Kunst des Zwischenraums. Weizsäcker hat eine Zeit lang eine Zeitschrift herausgegeben, zusammen mit Buber und einem Katholiken, also ein Jude, ein Protestant. Die Kreatur, der Titel war von Rosenzweig, die Kreatur.
Er war auch zeitweise sein Arzt, er hat ihn zumindest ein paar Mal angesehen. Er war Neurologe, einer der besten Deutschlands, Viktor von Weizsäcker, Lehrstuhlinhaber in Heidelberg später. Also diese Frage der gemeinsamen Wahrheit. Er zögert es, seiner Frau zu sagen, was er weiß. Und schreibt das auch: Gertrud, ich habe mich immer noch nicht getraut, es ihr zu sagen. Und dann sagt sie, aber du musst. Also, ja, dann fängt er an damit. Freilich, in aller Nacktheit habe ich ihr es nicht gesagt. Ich habe ihr die ärztliche Wahrheit gesagt, nicht die patientliche. Also die Wahrheit der Aussichten. Und ohne das Wort unheilbar auszusprechen. Einer, den er sehr früh und gerne zu sich lässt, ist, das erwähnte ich, Martin Buber. Und die erste Einladung bereitet er ihn länger drauf vor, auf den Anblick, denn der ist nicht mehr der von 9 Monate vorher in Heppenheim, wo man ihm nichts ansah. Nun nimmt das schon deutliche Züge an und es ist dann ja nicht nur die Muskulatur, die erschlafft und der Speichel, der aus dem Mund läuft, und es ist vieles andere, was für einen stilvollen Großbürger wie Franz Rosenzweig eigentlich ein Skandal war, dass man so am Tisch sitzt sozusagen. Und er bereitet Buber wunderbar humoristisch vor auf das, was er antreffen wird, und schreibt dann am Ende des Briefes: Es ist spät geworden. Wenn Sie wieder einmal hier sind, so kommen Sie doch bitte ruhig zu mir. Ich bin zwar nicht mehr so, dass ich mich jedem zumuten kann, aber Sie gehören zu denen, denen ich mich zumuten möchte. Und so ist er, wie wir hörten, dann wöchentlich am Mittwoch, aber das ist ein paar Jahre später, als sie die Übersetzungsarbeit begannen, von der 1922, wo ich noch immer bin mit meiner Schilderung, nicht zu träumen war. Immerhin, er erlebt die Geburt seines Sohnes Raphael, Nehemia, nach Herrn Nobel, Georg Rosenzweig. Mit schlechtem Atem, denn die Atemschwäche hatte begonnen schon im Juli 22. Auch das keine gute Prognose. Und alle gehen davon aus, es ist sein letztes Lebensjahr. Und die Verwandtschaft kriegt auch immer mehr mit. So beispielsweise auch Hans Ehrenberg, der Bruder von Rudolf Ehrenberg, der ist nun wiederum Philosoph, Privatdozent, Theologe, bekennende Kirche, später KZ Sachsenhausen, der Teil der Kirche, der kleine Teil, der in den Widerstand ging. Der schreibt auch einen sehr anteilnehmenden Brief, aber Rosenzweig will nicht dieses, wie er das nennt, Übermaß an Mitleid. Und ich möchte dir zurufen, lieber Hans, du bist doch Pfarrer. Pfarrer und Ärzte dürfen doch den Tod nicht so sentimental nehmen. Sie sind doch Begleiter der Sterbenden und nicht Umstehende. Im Übrigen, ich fühle mich durchaus nicht als armer Kranker. Ich möchte mit niemand tauschen. Mit dir nicht. Das will nicht viel heißen. Niemand will so leicht jemand anders sein. Aber auch mit mir vor einem Jahr möchte ich nicht tauschen. Ich wüsste wenige Zeiten, die ich ungern aus meinem Leben wissen möchte, als die letzten 10 Monate. Ich merke eben, dass es wirklich gerade so lange her ist heute. Diagnosestellung. Auch das haben viele Patienten erlebt, die nicht alle Rosenzweig sind. Diese ungeheure Intensivierung des Lebens, gerade auch wenn es vielleicht, was bei ihm gar nicht der Fall war, die letzten Wochen und Monate sind. Das haben wir meistens als Schrecken irgendwie vielleicht vor Augen, aber das Umgekehrte kann eintreten, eine ungeheure Intensivierung des Lebensgefühles und auch der Liebe zum Leben, die sich ja nicht unbedingt an Jahrzehnten bemessen kann, sondern ja auch Augenblicke, die aber so schön, so intensiv, mit einer solchen Dankbarkeit angenommen werden, dass sie mitunter als gewichtiger als Jahre vorher bewertet werden.
Und im Übrigen geht es irgendwie langsam besser mit der Atmung. Muss man sagen, nicht mit Sprechen und Bewegung, das geht pro Krätchen schlechter. Aber was beginnt und dann eintritt, ist ja die Tatsache, dass Rosenzweig nicht ein Jahr lebt, sondern 8 Jahre lebt. Was niemand für möglich hielt, wahrscheinlich nicht mal Koch. Erst einmal ein langes, geschenktes Leben noch. Also er erlebt noch sozusagen Raphaels 7. Geburtstag und hat Enormes ausgesonnen, wie er mit dem Jungen kommuniziert und was für Geschichten er für den schreibt und welche Spiele sie auf einer ganz anderen Ebene spielen. Ein wunderbarer Vater. Dieser Raphael Rosenzweig wurde sehr alt und hat die Werke seines Vaters herausgegeben, auch den Briefwechsel mit Gritli, später, der für Edith nicht leicht war, als sie ihn dann einmal ganz las und auch einen Teil eben nicht bewahrte. Aber Raphael war der Meinung, das ist eben auch Wahrheit des Lebens, ein großartiger Mann. Raphael, der aber die ersten 7 Jahre eben in dieser, es waren 2 Zimmer, da immer dabei war. Ich erzählte gestern schon, auch wenn Buber zum Übersetzungsgespräch kam, war der kleine Junge da. Buber ermutigt Rosenzweig, schon vor der Schriftübersetzung etwas zu tun, wozu er ihn für einzigartig befähigt erlebt. Das ist eine Übersetzung einer sehr alten jüdischen Dichtung Jehuda Halevi, ein sehr bedeutender, ursprünglich aus Spanien stammender jüdischer Dichter, Philosoph, Denker, 11. Jahrhundert, großer Name, große Bedeutung im Judentum, und Rosenzweig ist am Übersetzen. In dieser Art des Übersetzens, von der wir heute Vormittag viel hörten, und Buber ermutigt ihn dazu, weiterzumachen. 23, da versucht er das bis zu einem Manuskript eines Buches, doch noch ein Buch, aber etwas anderes, ein Übersetzungsbuch. 23, heute vor 100 Jahren, Rosenzweigs Sorgen um die Zukunft, Deutschland. Der Stern der Erlösung, schreibt er, Januar 23, das ist Ruhrgebietsbesetzung und 60.000 französische Soldaten sind gekommen und passiver Widerstand, Inflation steigt an, Arbeitslosigkeit, bürgerkriegsähnliche Zustände, später rechtsextreme, linksextreme Aufstände, ein furchtbares Jahr und der Höhepunkt ist der 9. November, Feldherrenhalle, Hitler, Ludendorff. So ein Jahr beginnt und er schreibt, der Stern der Erlösung wird einmal und mit Recht als ein Geschenk, das der deutsche Geist seiner jüdischen Enklave verdankt, angesehen werden. Eine jüdische Enklave innerhalb des deutschen Geistes. Wie weit, wie lang wird die Enklave noch existieren? Überhaupt, wie lang wird dieses Deutschland noch existieren und Europa? Am 4. Februar 23, ziemlich 100 Jahre her, schreibt er in einem Brief vom Krankenlager an einen Freund: Meine Ansicht ist kurz gesagt die, dass die europäische Kultur heute zusammenzustürzen droht und dass sie nur gerettet werden kann, wenn ihr Hilfe kommt von den übereuropäischen, übermenschlichen Mächten. Dass diese Mächte, von denen das Judentum eine ist, dabei sich, gerade wenn ihnen die Hilfe gelingen wird, aufs Neue europäisieren und säkularisieren werden, ja, dass schon der erste Schritt der Hilfe, der erste Schritt zu dieser neuen Säkularisation ist, darüber täusche ich mich wahrlich nicht. Die Ewigkeit der Mächte bewährt sich in ihrer Fähigkeit, sich immer neu zu säkularisieren.
Auch das nicht leicht zu verstehen, aber hochinteressant. Politisch, sozial wird es nicht zu lösen sein. Es ist Hilfe nötig von übereuropäischen, übermenschlichen Mächten. Er meint keine Staatsmächte. Und zu diesen übereuropäisch, übermenschlichen Mächten rechnet er das geistige Judentum. Wenn das das tut, europäisiert es sich und säkularisiert sich weiter. Das ist vielleicht ein Opfer, jedenfalls etwas, was der Ewigkeit dieser Mächte nicht schadet. Solche Gedanken sinnt er nach. Ja. Und spricht in einem Brief an Professor Meinecke in Berlin, mit dem er in Kontakt bleibt, auch wenn er sich nicht habilitiert, von weltgeschichtlichen Leiden, die über Deutschland kommen werden. Weltgeschichtlichen Leiden, wie sie über Deutschland jetzt gekommen sind, müssen, auch wenn sie mit so wenig Größe getragen werden, wie dies leider der Fall ist, endlich doch einmal zur weltgeschichtlichen Sühne führen. Weltgeschichtliche Leiden, es ist erst September 23 in diesem Brief. Er bekommt die Rabbinerwürde. Rosenzweig 1923, angetragen von Leo Beck, auch einer der ganz großen Gestalten des damaligen deutschen Judentums, auf Vorschlag des verstorbenen Nobel, also eine Rabbinerwürde, unser Lehrer. Der schreibt dann Beck zurück, das wäre völlig unverdient. Er wisse auch viel zu wenig vom Judentum und auch wenn ihm klar war, dass das, was er mit dem Stern der Erlösung und dass das schon Zukunft ist, da schreibt er auch, und das ist auch typisch für Rosenzweig, der nie ein nur bescheidener Mensch war, dass ich einmal wirklich ihr und ihrer Nachkommen Lehrer sein werde, wissen die allermeisten heute nicht. Es ist aber kein Stolz, sondern dieses Schicksalswissen. Das ist auch genau so gekommen. Der Stern der Erlösung ist eines der wichtigsten Bücher des spirituellen Judentums, einer außereuropäischen, übermenschlichen Macht in seiner Terminologie geworden und wird es vor allem noch werden. Das ist, da ist 100 Jahre ist nichts für ganz große geistesgeschichtliche Werke. Das konnte man Aristoteles bemerken und anderen. Da zählt man nicht nach Jahren die Rezeptionsgeschichte. Am Ende sagt er aber, ich nehme doch an, auch wenn viele Menschen meinen, dass ich sicher nicht diese Würde verdiene. Wissen Sie, warum ich annehme? Einer ist da, um dessen Willen ich es werden möchte. Das ist mein kleiner Junge. Der soll einmal mit diesem Vaternamen angerufen werden und so hören, dass sein Vater, der sein Lehrer nicht wird sein können, auf dem Weg über unseren doch auch sein Lehrer wird sein können. Die Würde heißt unser Lehrer, Maurenu. Also das ist das Rabbinat auf dieser Stelle. Man ist unser Lehrer. Und dass der kleine, gar nicht so kleine Raphael, dann, der den eigenen Vater nicht als Lehrer hat, unser Lehrer hat. Ja. 23. Ein schwieriges Jahr in der Geschichte in Deutschland, auch ein schwieriges Jahr für ihn. Er sagt in gewisser Weise, jetzt bin ich immer noch da. Auf eine Art war ich so vorbereitet zu sterben und es wird alles elender, physisch. Und dann schreibt er auch, die Menschen bleiben weg. Das kennen auch manche Patienten, vor allem ja, schwere Erkrankungen. In diesem Jahr, so schreibt er im Weihnachtsbrief an die Mutter, der einzig Traurige, den er ihr jemals schrieb, diesem Jahr sind die Konsequenzen meines langwierigen Zustands eingetreten, die ja wohl auch eintreten mussten, dass mich mit wenigen Ausnahmen alle Menschen, die mir nahestanden, weil ich immer noch nicht sterben wollte, für tot erklärt haben. Unter allen Formen der Pietät. Sie waren mir ein freundliches Gedächtnis, besuchen sogar mein Grab, aber all das genügt nun einmal nicht, wenn man noch lebt. Natürlich nehme ich es keinem übel. Ein Stummer ist eben tot.
Das ist ja das Eigentümliche der Toten, dass sie zwar angesprochen werden, aber nicht antworten. Oder nur antworten, was sie schon einmal gesagt haben. Aber das Dumme ist, dass ich nicht stumm bin, sondern den paar Menschen, die mich für tot erklärt haben, antworte, was das Zeug hält. Und so leide ich unter den Friedhofsbesuchern und entsprechenden Briefen der anderen, wie eben ein Lebender leidet. Am Ende schreibt er entschuldigend, das ist eine traurige Melodie, die ich dir da vorspiele. Morgen wird alles so unterirdisch sein wie das ganze Jahr. Es gehören Ereignisse oder neue Fälle dazu, dass ich so haltlos bin wie heute. Das Ereignis war der 25. Dezember, eine Art Weihnachtsbrief. Und da tat er sich schwer. Zu denen, die ausbleiben, weil sie sich nicht mehr in dieser Weise sprechen konnten, das war auch diese Kritli. Das ist eigentlich zerbrochen, was niemals hätte zerbrechen sollen, dürfen, aber nicht einmal mehr schreiben konnte er ihr oder nur noch mit Ediths Hilfe. Er hatte eine Schreibmaschine, am Anfang konnte er noch mit kleinen Bewegungen von Fingern den Allerkleinsten konnte er bis zum Ende seines Lebens ein bisschen bewegen, genauso wie ein bisschen die Augen und sonst nichts. Aber das ging dann auch, er hatte die Kraft nicht mehr. Und insofern brauchte er selbst für diese Kommunikationswege mit den Augen, brauchte er jemand. Also jeder Raum zwischen zwei Menschen ohne einen Dritten war nicht mehr möglich. Und überhaupt, wenn das gesprochene Wort wegfällt. Aber 24 erscheint der Halliwi-Band und das freut ihn sehr, sehr, sehr. Und Buber liest der Mutter von Franz Rosenzweig in Kassel in diesem großen Haus der Familie, das noch immer da steht, die Gedichte vor. Und ich möchte Ihnen auch eines zumindest vorlesen in der Übersetzung. Das heißt bei dir. Ich war bei dir vor Erdenleibs Beschweren. In mir nun deinen Geist wollt schirmen, mehren. Hätt Kraft zu stehen ich, wolltest du's mich stören. Und Macht zu gehen, wolltest du's mir wehren, und was ich sinn, es bleibt doch dein Gedanke. Was ich beginn, wie wollt ich dich entbehren? Dich such zur Gnadenzeit, ich woll mich hören, mit deiner Gnade Schild woll mich bewähren. Anstelle mich zum Dienst vor deiner Schranke und weck mich auf zu deines Namens Ehre. Und darunter schreibt er, denn er übersetzt nicht, sondern er kommentiert etwas, allerdings nicht linguistisch, sondern anthropologisch, ethisch, philosophisch. Es hat für den jüdischen Dichter nicht erst des Platonismus bedurft, um zu wissen, was Jesaja und der Psalmist gewusst haben, und was zu Jeremia bei seiner Berufung wortwörtlich gesagt wurde, dass Gott den Menschen, schon ehe er ins Leben tritt, erkannt und geliebt hat. Die hebräische Sprache drückt beides unübersetzbar in einem Wort aus. Und dieses Wissen ist eine tragende Grundlage des menschlichen Lebens, mehr noch als selbst die Hoffnung auf das, was jenseits des Grabes uns erwartet. Denn diese Hoffnung ruht auf jenem Wissen, das eine im Leben sich bewährende Gewissheit besitzt. Jeder Geburtstag bestätigt es. So hat von diesem Wissen der Seele um ihr niedergestiegen sein mein unvergesslicher Lehrer im Gesetz, Nehemia Nobel, an seinem 50. und letzten Geburtstag gepredigt. Ich war bei dir, diese ersten vier Worte haben im Hebräischen eigentlich einen auch Doppelsinn, auch du kanntest mich.
Und das ist tatsächlich, hat ein Gedicht, was auch mit der Ungeborenheit gewissermaßen einsetzt. Ich war bei dir vor Erdenleibsbeschweren, in mir nun deinen Geist wollt Schirmen mehren. Hätt Kraft zu stehen ich, wolltest du's mich stören, und Macht zu gehen, wolltest du's mich wehren. Und was ich sinn, es bleibt doch dein Gedanke, was ich beginn, wie wollt ich dich entbehren. Dich such zur Gnadenzeit ich, woll mich hören, mit deiner Gnade Schild woll mich bewähren. Anstelle mich zum Dienst vor deiner Schranke und weck mich auf zu deines Namens Ehre. Diese Übersetzungsarbeit hat ihn die Jahre begleitet. 27 erscheint der zweite Band, Halevi-Gedichte, diesmal schon bei Lambert Schneider, der ja ab 25, wir hörten es gestern, an Buber herangetreten war mit der Bitte um Neuübersetzung des Alten Testamentes. Und dann der Verleger wird für die Schrift, aber auch der Verleger wird für diese übersetzte Lyrik. Und auch, wir hörten schon, sie haben 25 sich an die Arbeit gemacht, in einem Zustand, wo Rosenzweig schon sehr wenig mehr zur Verfügung hatte. Und das muss man sich konkret vorstellen, allein schon das Aufstehen morgens, es dauert Stunden, bis er überhaupt in der Lage ist, irgendwo zu sitzen. Und das Sitzen nur mit allen Stützen, denn es ist alles schlaff, diese Muskulatur, so etwas wie ein Frühstück ist außerordentlich schwierig, überhaupt die Ernährung. Also man muss sich den Zustand für ihn und die anderen Betreuenden sehr, sehr anstrengend vorstellen. Und dennoch geht diese geistige Arbeit absolut weiter. Und 25 beginnt unter solchen Prämissen diese Übersetzung, von der wir heute Vormittag hören durften. Und als sie das Buch im Anfang in der ersten Fassung publizierten, schreibt er an Buber, das aller Anfang Ende sei, ich hab's erfahren. Ins Leben schrieb ich, schreib pflichtfrei, nach knapp 2 Jahren ward lahm die tatgewillte Hand, die wortgewillte Zunge stand, so blieb mir nur die Schrift. Doch Anfang ward dies Ende mir, was ich geschrieben, ist kein, ich dank es lieber dir geschreib geblieben. Wir schrieben Wort vom Anbeginn, Urtat, die bürgt für Ende Sinn, und so begann die Schrift. Eine Art Gedicht, wenn Sie so wollen, ein Dankesgedicht, für den Freund Martin Buber, so begann die Schrift. Und eben etwas Ungeheuerliches, sagte ich zu Beginn, unter diesen Umständen leiblicher Art, unter diesen geschichtlichen Umständen, und das ist ja etwas ungeheuer hoffnungsstark Ermutigendes, wenn es möglich ist, dass unter solchen Umständen so etwas entsteht, dann ist es gewollt. Aber gewollt nicht nur von den menschlichen Individuen Lambert Schneider, Martin Buber, Franz Rosenzweig, sondern dann liegt darin ein Sinn, rosenzweigisch gesprochen, vom Ende her, des Endes Sinn. Es gibt einen Anbeginn, aber dieses Initium, diese Initiation wäre gar nicht zustande gekommen, wenn nicht vom Ende her, vom Omega her, etwas hineingestrahlt hätte. Wenn das so ist, dann gibt es auch eine Zukunft für diesen jüdischen Geist oder diese übereuropäische, übermenschliche Macht. Ein paar Worte zum Schluss. Sein Arzt sagte,
Rosenzweigs Persönlichkeit sei über all die Krankheitsjahre gewachsen und gewachsen. Ich habe in den über 40 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit, obwohl ich sehr viele ähnliche Fälle gesehen habe, nichts Vergleichbares, auch nicht annähernd Ähnliches an menschlicher Größe im Leiden gesehen. Wobei Koch auch sagte, man darf ihn nicht sich jetzt als Märtyrer vorstellen und auch nicht als der liebenswürdige Dulder nur. Er machte auch nicht den leisesten Versuch, seiner Umgebung die Rolle des großen Dulders vorzuspielen. Seine Ungeduld war mit die stärkste Kraft. Also das war schon auch ein nach vorne gehen, auch ein unbedingter Lebens- und Arbeitswille, ein Werkwille. Unter Einbezug der Kinder, und er lied übrigens viele Kinder ein, er wollte, dass nicht dieser Raphael so alleine aufwächst. Und er sagte, die Kinder ertragen meinen Zustand noch am besten. Also Kindergeburtstag, da mussten mindestens 10 Kinder kommen. Und der Koch allein hatte 5 Kinder. Und wie im Übrigen auch Schabbat wurde gefeiert. Er lied andere Menschen ein, die haben die Rituale in der Wohnung vollzogen, auch Mitarbeiter des Lehrhauses, Menschen, die manchmal gekommen sind, voller Angst, wie werden sie wohl das überleben und wie werden sie wieder weggehen, gingen oft ganz beseligt weg. Koch, der Arzt, schreibt, alle, die dieses Heim betraten, mussten erwarten, unausdenkbar Schreckliches sehen zu müssen, vor dem alles Elend draußen, Deutschland, 23 folgende, verblassen würde. Und sie fanden hier und nur hier das, was es in der Welt der Gesunden nicht mehr gab, die Freude am Leben. Im Elend und Mühsal errungen, echte Freude. Und vielleicht ist das ein schöner Abschluss, 2 Schilderungen von Martin Buber. Und dann ist es vielleicht nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich gut. 2 Schilderungen von Martin Buber aus späteren Jahren, wie er die Krankheitszeit von Franz Rosenzweig erlebt hat, mit denen ich abschließe. Die große Lehre, die ich damals von dem jüngeren Freunde empfing, war die der Vereinigung von Glauben und Humor in solcher Probe. Glaube ist ein Vertrauen, das jeder Situation standhält, aber Humor ist eine Annahme des Daseins, wie immer es sei, in lächelndem Vollzug. Das Bezwingendste an dem kranken Rosenzweig war, bei schwer gehemmter Beweglichkeit der Lippen, sein unzerstörbares Lächeln. Und bei einer aufs Äußerste behinderten physischen Äußerungsfähigkeit seine Scherze. Der Humor war hier ein Diener des Glaubens, aber er war auch dessen Milchbruder. So sieht Wahrheit bewährende Existenz aus. Und an der 2. Stelle, in der es auch um Humor geht, und vielleicht sehen Sie in dem Büchlein, das draußen liegt, auch einmal eine Fotografie an von Rosenzweig aus der Krankheitszeit, wo er sagte, och, ich finde mich ganz schön auf dem Bild, schreibt er der Mutter. 2. Stelle und Abschlussstelle von Martin Buber für heute. Zu einem großen Standhalten genügt selbst der Glaube nicht. Er bedarf eines wundersamen Bundesgenossen, des Humors. Jetzt aber die nähere Erläuterung. Hier, Glaube ist angelobt sein. Aber deren Humor ist Not zur Erfüllung der Angelobung inmitten aller Widrigkeiten und Widerlichkeiten des faktischen Geschehens. Wer glaubt, akzeptiert das Leben im Ganzen, aber das Leben in der Reihung seiner Einzelheiten akzeptieren, Augenblick um Augenblick, ein Leben der äußersten Pein und leiblichen Preisgegebenheit, das vermag nur der gläubige Humor. Ich habe in all den Krankheitsjahren, Leidensjahren an Rosenzweig nicht so sehr bewundert wie sein Lächeln. Es war kein zustande gebrachten,
zustande gebracht. Es war kein geisterzeugtes Lächeln. Es stieg auf aus der untersten Echtheit der Kreatur. Es war nicht überlegen und nicht resigniert. Es war gläubig und gegenwärtig. Die Scherze, die fast auf jeder Seite seiner Bemerkungen zu meinen Übersetzungsmanuskripten standen, waren richtig natürliche Scherze. Und doch, wie Dank, ja, wie Dank, Gebete. Und so bedanke ich mich auch für Ihre lange Aufmerksamkeit.